Wir kommen heute zu einer kleinen Premiere. Es ist das erste Mal, dass ich als Betreiber des Kanals vom Spielephilosophen angeschrieben wurde, ob ich nicht Interesse habe, ein Spiel auf meinem Kanal letztlich vorzustellen, zu zeigen. Und habe dafür auch einen Zugang bekommen zu dem Early Access gerade bei Steam. Und also ich habe das Spiel sozusagen geschenkt bekommen. Und das Spiel ist Crest. Ich hatte das schon vor einiger Zeit mal auf meine Wunschliste genommen. Und von daher trifft sich ganz gut, dass ich da angefragt wurde, weil dann kann ich mir das Ganze mal genauer anschauen. Und jetzt hier mit euch das erste Mal in das Spiel reinschauen, ein bisschen auszuprobieren. Crest ist auch eine Göttersimulation. Und ja, ich starte einfach mal direkt ins Spiel und bin gespannt, was ich mit euch dort erleben werde oder was ich dort erlebe und wo ihr mich hoffentlich begleitet. So, das Spiel ist von Eat, Create, Sleep. Also Essen erzeugt Schlafen. Wahrscheinlich einfach die Müdigkeit, die nach dem Essen sozusagen so passiert. So, ihr seht, ich habe hier noch kein Spiel angefangen. Das heißt, es geht dann direkt in ein neues Spiel. Der Changelog, also es ist jetzt gerade Anfang April, deswegen wahrscheinlich auch die Promotion-Aktion, die sie gerade machen über die Indie Brothers, heißt das glaube ich, von dem von Eric Johnson von der Indie Bros habe ich sozusagen diesen Key bekommen im Namen von Eat, Create, Sleep. Ich gehe davon aus, dass sie mehrere solche Promotion machen, einfach um das Spiel natürlich bekannt zu machen und dass es auch die Chance hat, vom Early Access irgendwann zu einem fertigen Spiel zu kommen und sie da eine gute Basis bekommen. Also, was jetzt gerade neu ist oder was besonders angepreist wurde, ist, dass die Cities jetzt irgendwie eigenständig ist. Da ich jetzt noch nicht weiß, was vorher anders war, werde ich mir einfach mal anschauen, wie sich das Ganze in der Form spielen lässt. Ich werde mal die Effekte noch ein bisschen runtersetzen, damit es nicht so laut klickt. Und dann auf ins Spiel. In the beginning all was water. Also am Anfang war alles Wasser. Das sieht mir aber schon nach sehr viel mehr aus als nur Wasser. Okay, und in diesem endlosen Ozean erwachte ich ganz alleine. After many cycles you could see small words form. Also nach vielen, vielen Umläufen konnte ich dann sehen, wie sich einzelne Welten geformt haben, obwohl ich mich eigentlich in einem Wasserozean befinde. Ich habe einiges größer zu sein als die Welten. Some worlds had empty vessels, which remind you of yourself. You named them humans. Okay, sie haben leere Vessels. Na gut, nennen wir sie mal Menschen. Your presence gave them a will to live. Okay, allein, dass ich da bin, hat sie angeregt zu leben oder den Willen gegeben, dass sie leben wollen oder vielleicht, dass sie entstanden sind. When you communicate with them, was war das mit den Shadows? They take your words as their own, their interpretations mold and reshape your form. Okay, also ich kann mich ihnen eben nur indirekt deutlich machen. Und dann werden sie definieren oder vielmehr neu definieren, was richtig ist und was falsch ist. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das erste falsch ist und das zweite richtig, aber okay. Your vessels are ready to take on the world. How they fare is up to you. Okay, also wir sind bereit, die Welt zu erobern. Oder meine Gefäße warten auf mich. Okay, click on a city needs, open the... Okay, erstmal, ich nehme mal an, dass da sind die Städte. Okay. So, click on a city needs. So, was sind die city needs? Ah ja, das sind die Tooltips oder die Infos, die
Fall, also das ist Fruchtbarkeit für Neue, das ist Lebensmittel, Prosperity ist noch nicht da, Gems sind auch noch nicht da. The Mean of All, Followers Age, das Alter, das durchschnittliche Alter. Die City, die Stadt akkumuliert Metall, sammelt Metall ein und Wert und Production ist noch nicht da. Expertise ist auch noch nicht da. So, Face, Angst ist, oder eher, dass sie mich fürchten und Ideologie, die beiden sind noch nicht da. Und das da ist, ja, okay, dann sollte man weiter raufzoomen, um das besser im Blick zu haben. Also City Needs, Offspring, Resources, Sightings, what they have achieved, what they objectively need. Okay. Wäre es gut, da irgendwie ein bisschen. Okay, sie brauchen mehr Frühling, Offspring, Sutenance. Ressourcen haben sie jedenfalls anscheinend genug. Matai Grave. Okay. This shows you the needs that your followers have depending on your commandments and their actions, these will change. Also, wenn ich was mache, wird sich das verändern. Open the World Tablet. Ist das da das World Tablet? View Commands, das sind die Commandments. Okay, da habe ich noch keine. Write Commandments hier. Okay. So, damit erschreibe ich Command, Proclaim the Commandment. Okay, dann wahrscheinlich so eine Art Adressat. Dann, was sie tun sollen. Und wahrscheinlich, womit sie es tun sollen. Okay. So, das ist dann Normal Speed. Machen wir ein bisschen Pause. Ich weiß nicht, wie schnell das aktuell läuft. Und das sind das Menü. Und das sind nur Beschleunigungen. Okay, also Open Commandment Tablet. Okay, World Tablet und Commandment Tablet sind oben. Make your followers gather food. So, Young Followers, Old Followers. Okay, dann nehmen wir mal Young Followers. Und Gathering, einsammeln, don't consume, consume. Destroy, don't destroy. Produce, don't produce. Distribute, don't distribute. Migrate, and don't migrate. Okay, das heißt, irgendwas distribute mit Sicherheit nicht. Wäre es dann produce, oder ist hier noch was anderes? Food. Aber was wäre jetzt das? Make your followers gather food. Also Konsum sollen das mit Sicherheit nicht. Und das zerstören auch nicht. Dann müssten es wohl produzieren. Okay, weiterlaufen lassen. So, dann müsste das ja jetzt hier. Young followers produce food. Aber irgendwie scheint das nicht aktiviert worden zu sein. Also es ist anscheinend nicht das Richtige. Okay, old followers, hungry followers, overfeeded. Okay, hungriger, zu viel gegessen. Allianz und Krieg. So, auf jeden Fall. Okay, ich kann Food auch am Anfang setzen. Ich könnte Antilopen jagen lassen. Die Frage ist jetzt nur, wie unterscheiden sich Jung- und Alt-Followers? Okay. Der sitzt da einfach nur. Läuft es irgendwann ab? Wie kriege ich die eigentlich wieder weg? Aber so wie es aussieht, sind die, ich nehme an, das ist ein Zeit-Item. Das heißt, es dauert eine Weile und dann ist sozusagen das vergessen wahrscheinlich. Okay, also Young, oder nehmen wir mal lieber Alt. Ich werde jetzt erstmal sagen, aber
machen wir jetzt nochmal die alten. Ja, also ist definitiv, dass der Rahmen da abläuft. Aber ich habe jetzt immer noch keine Idee, was ich tatsächlich machen soll. Weil eigentlich war es ja, Produce gibt's noch nicht. Production. Also die Cities Accumulate Food. Aber dann machen die doch schon. Fertile Lover, which closes having child newborn followers. Accumulate Metal. Okay, aber das heißt, sie sind gut ernährt. Dann sollten vielleicht die, beziehungsweise sind eigentlich überernährt. Weil es ist jetzt immerhin das gleiche Symbol. Okay, probieren wir es mal mit was anderem und probieren mal, ob... Was? Achso. Weil hier waren doch irgendwo noch Antilopen. Mal gucken, ob da was passiert. Antilopen... Young, Destroy, Wobei mir eigentlich lieber wäre, wenn sie einfach das sammeln. Ich weiß ja nicht mal, wie viele Leute ich überhaupt habe. Ich glaube, noch ist mir nicht so richtig klar, was ich eigentlich anstellen soll. Auf jeden Fall ist die Insel noch relativ klein. Und viel zu tun gibt es hier auf jeden Fall nicht. Also hungrig sind sie nicht, aber gesättigt. Aber ich habe überhaupt keine. Das heißt, wahrscheinlich ist es dann einfach hier, Overfeed Followers, Produce Food. Aha! Das heißt, ich muss gucken, was ich überhaupt für Followers habe. Aber das heißt, je nachdem, also da, wo es aufleuchtet, sind dann auch Leute da. Und die produzieren jetzt Essen. Aber ich kann die Sachen nicht vorher abschließen. Overfeed Followers produce Metals. Wieso Metall? Ihr solltet doch... Okay, also Make your followers gather food. Funktioniert jetzt. Make your followers create one newborn. Okay, das heißt, ich habe immer noch zu viel Essen. Und dann machen wir wieder Produce und ein Birth. So, jetzt produziert mal ein Baby. So einfach. Ah, da kommt schon einer. Der produziert jetzt Baby. Der produziert Metall. Die produzieren auch Metall. Hey, ihr solltet Essen produzieren. Du willst in die Savanne und essen. Okay, der sieht schon sehr nach Babybeschäftigung aus. Ah ja, da kommt der zweite mit der und noch einer mit Babybeschäftigung. Das heißt, das ist wahrscheinlich dieses Rewrite. Das heißt, statt dass die Essen produzieren, haben die sich jetzt einfach das anders überlegt. Weil da stand ja am Anfang in der Einleitung von wegen, ich kann denen zwar so ein bisschen einflüstern, was die machen sollen, aber naja, sie haben halt auch ihren eigenen Kopfinterpretation oder sonst was und fangen dann an, alles Mögliche anzustellen und behaupten dann, ich hätte denen das eingetrichtert. Dabei habe ich was ganz anderes gesagt. Naja. Auf jeden Fall haben wir nicht mehr viel davon. Dafür
Ah, das Baby wächst. Fatty level of followers is closer to having a child. Das heißt, im Moment habe ich 4. Wahrscheinlich ist dann für jede von diesen kleinen Hütten dort oder Ansammlungen. Wahrscheinlich ist das ein, ja, Lebensplatz. Mal gucken, ob wenn da ein Baby geboren wurde, tatsächlich ein neues, also ein neues Konglomerat entsteht. Sie sind happy. Happy. Und der eine will in den Dschungel. Okay, jetzt die Frage, was ist hier eigentlich für, also Savanne und Desert. Also das ist wahrscheinlich Desert, das ist Savanne und das ist dann wahrscheinlich schon der Dschungel. So, was ist jetzt mit dem Baby? Hey, ihr solltet nicht aufhören damit. Das heißt, der eine möchte lieber in den Dschungel umziehen. Ne, Dschungel seid ihr ja. Okay, also sie kommen jetzt wieder zusammen. Ich glaube halbe. 2 Männer, 2 Frauen, wenn das tatsächlich da die Unterschiede ausmacht. Naja, so sieht das Babykriegen heute aus. Also zumindest hier. Okay, gleich gibt es das neue Baby. Jetzt haut der schon wieder ab und hat keinen Bock mehr. Ey, ihr sollt das Baby fertig machen. Ja, also es ist, wenn ich es... Genau, das heißt also jede von... Es gab jetzt mehrere Babys. Muss ja jetzt mindestens 2 gegeben haben. Auf jeden Fall ist mein Stamm gewachsen, auch wenn ich irgendwie keine richtige Anzeige habe, wie viele Leute ich jetzt eigentlich habe. Make a Fileverse, build a new city. Okay, toll. Wie kriege ich die jetzt? Death, unhappy, happy followers. Wie kriege ich die denn dazu, eine neue Stadt zu bauen? Okay, die sind unhappy. Wahrscheinlich, weil sie nicht genug... Ihr könnt aufhören, Babys zu produzieren. So, mal gucken. Die sind alle noch gut ernährt. Also ich habe keine hungrigen. Ich habe junge Followers. Das ist okay. So ist die Frage, ob ich jetzt die jungen Followers migrate to... Ja, also wenn das eine der Dschungel ist, dann sagen wir mal Savanne. Und dann wander doch mal aus. Das sind die Jungen. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Bist du verärgert? Ängstlich? Also denen macht es auf jeden Fall Spaß. Aha. Das Baby produzieren wurde jetzt umgemünzt in mach, was dir Spaß macht. Das habe ich aber nicht gesagt. Was ist das? Das? Ihr wollt doch nicht das Kind umbringen, oder? Okay, da sind jetzt welche. Okay, sie haben jetzt irgendwo eine neue Stadt gebaut. Congratulations on completing Crest Tutorial. From now on, your followers will have more free will than doing the tutorial and will not wait for your orders to perform task. Okay, das heißt, die sind jetzt noch ein bisschen schräger drauf und machen, was sie wollen. All the world symbols in your world tablet will also be unlocked. Ach, okay, die waren noch irgendwie beschränkt. Das habe ich gar nicht gemerkt. Good luck.
on your continuous adventure to explore all of Crest Mysteries. Ah ja, noch ein paar Informationen. When your followers say something, you should listen to them. You can see what they think of commandments or and or which they follow. Okay, also das komische lila Gesicht war Own Will. Das heißt, sie tun irgendetwas unabhängig von dem, was ich ihnen vorgegeben habe. Das heißt, das hier ist, sie folgen meinen Commandments. Das heißt, er erfüllt das, was ich ihnen gesagt habe. Associated Proposal. Followers make association and propose it to others. Okay, das heißt, sie bewegen sich dann weg von dem, was ich gesagt habe, von wegen Sammelessen, und gehen dann und sagen, hey, wie wäre es, wenn wir jetzt Babys machen? Und Writing Association Followers have decided to change your commandment. Das heißt, statt Babys zu machen, hat der sich entschieden, Essen zu sammeln. So, der meint, ja, ich habe das Happy gar nicht gemacht, das ist ja schon umgeschrieben worden. Und hier, okay, der macht, was ich sage, das heißt, der ist noch weiter mit Babykriegen beschäftigt. Okay, das sind die Speech Balloons. Das ist nur noch das Problem. So, ich hoffe, dass da jetzt die... dass das Flackern dann... also das habe ich ja jetzt alles schon gemacht. Das ja hoffentlich nicht nochmal machen. So, das heißt, die machen jetzt, was sie wollen. Der empfiehlt, das zu ändern. Aber sonst macht er noch nicht viel. Ja, die Frage ist, was kann ich mit denen jetzt eigentlich anstellen? Die Löwen sind alle schon weg. Also jetzt aktuell noch aktiv sind... das Bauen der neuen Stadt. Ah, hier. Hier gebe ich denen jetzt eigentlich dann getrennte Befehle. Also Commandment. Also hier ist jetzt nichts Neues irgendwie erschienen. So, City Needs. Achso, kann ich bei dem anderen nochmal nachschauen, was eigentlich hier aktuell die City Needs sind und dass ich den vielleicht... okay. Ja, jetzt wäre die Frage, also das sind immer noch... also hier sind jetzt einige Young Fellows, denen ich ein Kommando geben kann. Alte habe ich noch keine. Hungrig sind auch keine, sind alle gut gesättigt. Allianz. Allianz. Aber was heißt Allianz Produce dann? Wobei hier Produce Allianz geht es. Der hat eine Schüssel auf dem Kopf. Unterscheiden die sich? Ne, das sind bloß die Arbeiter. Jetzt haben sie noch eine zweite Stadt gegründet. Und da läuft schon einer mit einem Krieger rum. Ah, der destroyt jetzt die Antilope. Das heißt, dass es, dass er die jagen geht. Jagen ändern in Lebensmittel. Also zumindest haben sie hier eine neue Stadt gegründet, aber ich kann halt die Vorgaben nicht wirklich aufheben. Aber sie haben auf jeden Fall schon mal zwei neue Städte inzwischen gegründet. Tatsächlich noch recht klein dann das Spiel, weil... es gab jetzt bei New Game nicht wirklich mehr Optionen oder so weiter, was ich jetzt anstellen kann. Das heißt, die Valve habe ich jetzt aber auch noch nicht verfügbar.
hier, also das wird gerade überschrieben. Young Followers Migrate to Savannah. Wobei, das habe ich ja so gesagt. Oder haben die es schon geändert? Happy Followers Produce Metal. Ah, die sind auch happy, unhappy. Aber ich habe keine unhappy bisher. Die da hinten sind auch happy. Das. Das heißt, die sterben irgendwann. Die sind im Dschungel. Die sind im Desert. Dschungel, Desert. Genau, und eigentlich habe ich gesagt, ihr solltet in der Savanne machen. Aber in die Savanne wolltet ihr anscheinend nicht. The man, the mean of a follower's age. Okay, die sind noch ziemlich jung. Die sind schon... Achso, deswegen tauchen die wahrscheinlich bei... Nee, bei Death taucht nur da hinten auf. Okay, das hier sind ja die Metallsachen, aber ich kann natürlich nichts direkt steuern. Followers who have food, destroy antelopes. Das bauen die hier überall. Also die haben jetzt schon wieder zwei neue gegründet und bauen hier jetzt langsam alles zu. Ändern sich da eigentlich die Zeichen in der Mitte? Das sind wahrscheinlich dann die einzelnen, es ging ja darum, dass die einzelnen Städte sozusagen individuell dann irgendwelche Vorgaben haben. What they Okay, what they achieve, what they actively need. Die brauchen mehr Ressourcen. Und bei denen hier? Die brauchen viel mehr Ressourcen. Aber machen die das dann einfach selber? Weil vor allen Dingen, was für Ressourcen brauchen sie denn? Wahrscheinlich Lebensmittel. Das ist Hungry Followers. Ja, Hungry Followers sollten einfach mal Produce Food machen. Wenn ihr Hunger habt, solltet ihr was produzieren. Okay, das sollte jetzt hier langsam mal verschwinden. Ja. So, das heißt, Antilopen werden jetzt nicht mehr gejagt. Auf jeden Fall haben sie hier überall irgendwas anderes draus gemacht. So, mal gucken, wie es bei euch aussieht. Bisschen schwierig mit dem Reinzoomen. Ich würde ja einfach lieber das Teil anschauen. So, was sei objektiv, ja, also was sie objektiv brauchen. Aber die Frage ist, was soll ich dazu beitragen? Ihr seid schlecht gelaunt. So, unhappy followers. Use Happy Followers. Macht das irgendeinen Sinn? Okay, Unhappy Followers do what makes you happy. Die Frage ist, was euch überhaupt unglücklich macht. So viel zeigen die alle nicht an. Hier haben sie jetzt noch eine Stadt gegründet. Die des Säbelzahns. Okay, also die haben zumindest bekommen irgendwelches Essen rein. Okay, die haben jetzt auch Essen. Ein bisschen Metall. Klar, das ist dieses eine Teil hier. Ich frage jetzt, was die überhaupt mit dem Metall machen. Das heißt, die sind jetzt schon ziemlich alt hier. Eigentlich müssten ja hier noch die Ältesten sein. Ist auch so. Also das Siedeln hört dann jetzt bald auf. Im Moment sollen Allianzen geschmiedet werden. Eigentlich ist es ja ein bisschen langweilig. Vielleicht sollte ich die mal ein bisschen... Also, overfooded, destroy
Unhappy Followers. Zack. So, jetzt schauen wir mal, was da passiert. Entweder ihr seid jetzt glücklich oder es gibt Ärger. Also der macht seinen freien Willen. Die marschieren zurück. Ah, da wandert Essen. Hey, der geht los und... Oh! Er hat einen Unhappy gekillt. Also im Kämpfen sind sie ja ziemlich schnell, das zu befolgen. Haben sie das woanders auch noch gemacht? So wird man auch unglückliche Leute los. Also, immer schön drauf achten. Das hier, da haben sie es auch schon gemacht. Mann, da sind sie aber ganz schön auf Zack. So, die Jungen können jetzt mal gucken, was sie machen, wenn ich sage Distribute Lion. Was macht ihr denn dann? Füttert ihr den? Ja, Distribute You to Lion, das ist ja interessant. Das heißt, ich kann Hungrige Distribute to Hungry. Overfeeded Followers, Distribute Resources to Hungry Followers. Und das ist ja aber nett. Vielleicht sollte ich dir mal wieder ein bisschen sagen, dass wir doch mehr Babys kriegen sollen. Nicht, dass die mir hier alle aussterben. Also du machst eh nach deinem freien Willen. So, du bist nicht einverstanden mit dem, was ich gesagt habe und machst irgendwas anderes. Okay, dann machen wir mal das gegenteilige Kommando. Don't destroy unhappy. Overfeeded followers do not destroy unhappy followers. Mal gucken, wie schnell sie das umschreiben. Weil eigentlich haben sie hier bei allen irgendwie umgefutscht. Wobei es aber eigentlich hinkommt. Weil ich glaube, so habe ich es in Auftrag gegeben. Kann nicht genau einschätzen, warum dann die Sternchen da sind, wenn eigentlich das Ganze noch beibehalten wurde. Wo ist denn der Löwe hin? Hier gibt es noch Steine und Bäume, aber ich kann denen nicht sagen, dass wir irgendwas fällen sollen oder irgendwie einsammeln sollen. Es gibt leider überhaupt so keine richtige Anzeige, um mal einzuschätzen, okay, was, wie viel haben sie denn jetzt wovon? Das ist das, was sie alles haben und das ist das, was sie wirklich benötigen. Oh, okay, jetzt brauchen sie ganz viel davon, was auch immer das genau ist. Irgendwie Handel treiben oder so weiter kann ich mit denen leider aktuell auch nicht. Okay, wie sieht es bei euch aus? Ihr braucht eigentlich von allem noch was. Jetzt braucht ihr vor allem Ressourcen. Ja, ich habe keinen mehr, der... Doch, hier. Aber jetzt ist die Frage wieder, was habe ich für Leute noch aktuell? Also... Allianz. Sind alle Allianz verbunden? Okay, Allianz, produce food. Ja, die Frage ist, ob sie hier jetzt wieder Metall benötigen. Auf jeden Fall sind sie alle glücklich. Zumindest die, die noch da sind. Was ja nicht schwer ist, wenn alle, die unglücklich sind, mal eben losgeworden sind. Okay, da ist noch ein Unglücklicher. Und da ist noch einer. Ein bisschen schwierig, sich die einzelnen Symbole anzuschauen. Da steht was auf dem Kopf. So, was müsste ich denen jetzt erzählen, damit sie die Ressourcen austauschen? Weil Food habe ich ja schon. Das heißt, wie finde ich denn raus, wer dieses Zeug braucht? Das heißt, Allianzes, Distribute Metal. Das heißt, Followers involved in an Alliance distribute metal. Okay. Followers involved in an Alliance produce food. Den fehlt überall. Zumindest irgendwelche Rohstoffe.
Lebensmittel haben die auch keine. Das Auswählen funktioniert nicht so ganz. Okay, jetzt. Das, was von Wert eingesammelt wurde, kann ich jetzt aber eigentlich auch noch nicht sagen. Okay, ich werde jetzt mal noch ein neues Spiel starten und gucken, ob das irgendwie anders startet. Gut, da kann ich mich jetzt durchklicken, weil das habe ich schon einmal angeschaut. Genau, Sie sehen nur einen Schatten von meiner selbst und formt es dann eben um. Das haben wir ja schon gesehen, inwieweit Sie dann irgendwas anstellen. So, wenn jetzt kein Tutorial ist, okay, die Insel ist anders generiert, aber von der Größe her ist sie doch ziemlich ähnlich. Und da ich jetzt noch keine Kommandos abgegeben habe, machen sie auch erstmal wieder, was sie wollen. So, jetzt wäre natürlich die erste Sache wieder, so, okay, hungern tun sie eh nicht. Also, overfeed followers, produce babies, and overfeed followers, produce food. So, dann strengt euch mal an, dass das hier mehr werden. So, dann lassen wir mal noch ein bisschen distribute to antelopes. Vielleicht lassen die hier irgendwie zähmen oder irgendwas mit anstellen. Ist das einer oder zwei? Das sind zwei. Kann es sein, dass die so auch Babys machen? Dann gibt es mehr Löwen. So, natürlich wollte ich auch noch welche, die overfeeded followers produce metal, damit es ja nicht untergeht. Okay, jetzt sind sie alle unhappy. Wieso das denn? Aber sie sind zumindest immer noch satt. Okay, der macht jetzt... Er produziert Essen. Und er will aber... Ich verstehe nicht, was das ist. Achso, das ist... Er will ins Desert. Und geht jetzt wieder Babys. Okay, also nachdem sie Essen produziert haben und Lebensmittel, da bin ich gespannt, ob sie da jetzt wieder irgendwas ändern. Also sie machen zwar noch das, was sie vorher produziert, Babys, aber sie wollen schon wieder was anderes einstellen. Ist es jetzt eigentlich nur Wasser oder ist es Eis, Schnee, irgendwas? Also hier gehe ich mal davon aus, es soll ein Fluss sein. Also ein bisschen komisch, dass dann hier Seen sind, obwohl ich mitten im Wasser bin. Denn wir können mich nicht weit weg bewegen von der Insel. Und das Sichtfeld ist relativ klein. Ist die Frage, was dann in der folgenden oder was dann tatsächlich noch die nächsten Schritte sind, um hier was zu machen. Okay, jetzt haben sie wieder eine ganze Menge Nachwuchs produziert. Mal gucken, ob der jetzt... Okay. Ändert sich jetzt gerade zu... Also zumindest sind sie nicht mehr unhappy, aber neutral kann ich überhaupt nichts befehlen. Was natürlich wieder unpraktisch ist. Jedenfalls sind es alle noch satt. Und das sind jetzt die zwei jungen Old Followers. Dann lassen wir doch die Young Followers mal wieder migrate to. Tja, was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier deshalb
Savanne. Mach mal Desert. Wandert mal ein bisschen aus, bevölkert die Insel. Ah, jetzt sind sie alle happy. Das ist ja schön. So, das Baby machen macht ihnen auf jeden Fall weiterhin Spaß. Okay, und hier werden... hier ändern sie das jetzt gerade. Das heißt, das ändern sie jetzt auf Metall. Und dabei sollen sie ja Metall sowieso schon produzieren. Müssten sie gar nicht ändern. Essen zum Sterben. Oder bringt das Essen um. Und Overfeeded macht glücklich. Noch ein bisschen schwer zu deuten, was sie tatsächlich jeweils meinen. Auf jeden Fall sind hier die Bedürfnisse ausreichend erfüllt. Das einzige ist Sustenance. Ich kann nicht genau einschätzen, was eigentlich diese drei Sachen bedeuten. Wenn das hier Lebensmittel sind, oder ist das hier Metall, das sind Lebensmittel und das ist Art Lebensqualität. Aber wie kann ich die beeinflussen? Wir sind da am Anbauen. Ich glaube, das Alter sieht man denen auch nicht unbedingt an. Haben sie jetzt schon eine neue Stadt? Da hinten haben sie schon eine neue Stadt gegründet. So, dann machen wir gleich mal wieder, dass die Overfeeded Produce Alliance, damit die zusammenarbeiten. Und Overfeeded Distribute Hungry. Das können wir auch schon mal wieder festlegen. Hier gehen sie jetzt auch wieder. Followers living in the jungle produce babies. Aha. Und hier haben sie jetzt von Food Production, wo sie eigentlich Metall hatten, haben sie es jetzt wieder auf Happy geändert. Okay, jetzt kann ich direkt zuschauen, wie er Lebensmittel akkumuliert hat, in dem Moment, wo er das gemacht hat. Auf jeden Fall scheinen die genug zu haben, dass sie auch selber Lebensmittel anbauen. Jetzt könnte ich noch dafür sorgen, dass die Löwen ausgerottet werden. So, Hungrige habe ich bisher keine. Auch die da hinten sind alle ausreichend gesättigt. Young Followers, Old Followers. Vorher waren die alle noch nicht so jung. Also haben die hier noch was geändert? Ne, die haben sie jetzt bisher befolgt. Aber mit doch Metall, da ist eine Metallmine jetzt gebaut. Oder halt angelegt. Oh, die sind nicht sehr zufrieden mit denen. Das heißt, das ist dieser... Sie scheinen denen eher feindlich gesonnen zu sein. Und ihr? Ihr gebt den Essen, aber kein Diplomatiestatus. Sie wird bei den einen das angezeigt und bei den anderen nicht. Wie kann ich das denn jetzt verändern? Sehen die eigentlich unterschiedlich aus? Wir haben alle grüne Hosen an. Laufen braun rum. Sind auf jeden Fall, je nachdem was sie tun, also die Feldarbeiter haben dieses rötliche an, orange. Die Babys sind in grün, Babymaker. Dann gibt es eigentlich nur noch den, die in der Mine arbeiten. Oh, die ziehen aus, um die anderen anzugreifen. Ja, wie erwische ich die jetzt? Ich
kann ich denn denen jetzt sagen, dass die da nicht miteinander kämpfen sollen? Ihr solltet Allianz machen, nicht euch bekämpfen. Tadosas, down destroy, aller overfeeded. Ihr sollt keine anderen. Gehen die jetzt schon nach Hause? War es das schon? Jetzt sind die sauer. Okay. Scheinen sich immer noch nicht zu vertragen. Aber die Frage ist, wie man das ändern kann. Vor allem, wenn die denen tatsächlich immer noch Lebensmittel rüberschicken. Oder müssen die Lebensmittel liefern? Schwer zu sagen. Jetzt gehen die anderen auf Kriegszug. Oh, ich fasse es doch mal nicht. Da warten sie jetzt schon. Ey, ihr sollt in Frieden miteinander leben. Obwohl sie sich gegenseitig ein paar auf die Mütze geben, scheinen sie immer noch alle ganz zufrieden zu sein. Was hier jetzt noch interessant wäre, wirklich irgendeine Anzahl zu haben, irgendwelche Informationen dazu. Okay, der Löwe frisst die Antilope. Wenn ihr schon nichts zu tun habt, geht auch lieber auf die Löwenjagd. Ich weiß nicht, ob die nicht weiter expandieren können, weil zumindest wird kein neuer geboren. Vielleicht haben die so eine Art Maximallevel, was so die Anzahl an Personen angeht. Weil auch die sind jetzt hier Maximum. Also beziehungsweise es wird halt kein neuer anscheinend erzeugt. Wie war das? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, es sind 6 Followers. Oder 6 happy Gesichter, die ich zumindest sehen kann. Ist das die maximale Bevölkerungsdichte? Jetzt sind sie gestorben. Followers fast killed by animals. War wahrscheinlich hier bei der Löwenjagd. Okay. So, mal gucken, wie viele sind hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sind auch 6. Und der ist jetzt auch gerade gestorben. Jetzt sind es nur noch 4. 5. Also waren es eigentlich 7. Okay, auf jeden Fall haben sie das jetzt wieder aufgefrischt und neu gemacht. Hey, die sind gerade dabei, irgendwas hinzuschreiben. Was? Followers involved in Alliance Destroy Lions. Okay. Wie lange dauert es, bis ihr das umschreibt? Die Antilopen sind alle weg, aber die Löwen sind noch da. Also irgendwie hat es nicht funktioniert. Du, der Löwe ist hier drüben. Also er folgt meiner Ausführung, den Löwen zu töten und läuft der Antilope hinterher. Und jetzt hat er wieder einen freien Willen und ja, wahrscheinlich will er essen, um nicht zu sterben, damit er nicht verhungert. Würde ich jetzt mal so interpretieren. Okay, soweit, so gut. Das ist jetzt für einen ersten Blick in Crest. Ja, mal schauen, wie weit sich das Spiel dann weiterentwickelt und was letztlich noch an weiteren Erweiterungen, Änderungen dort vorgenommen wird, welche zusätzlichen Funktionen reinkommen. Weil, wie man hier sehen kann, sind ja hier noch einige, die Prosperity, Gems, wahrscheinlich die dann auch mit dem Verse zu tun haben, weil im Moment ist ja hier noch nichts wirklich aufgebaut worden. Ein bisschen Metall haben sie akkumuliert, aber mit dem man auch nicht wirklich was machen konnte, weil man kann auch gar nichts produzieren. Und Expertise. Naja, es sind noch einige Module, die jetzt sich nach und nach hier ergänzt werden sollen. Und
mal sehen, was dann auch noch irgendwie das Spiel abwechslungsreicher gestaltet. Das heißt, dass man dann ja irgendwelche Aufgaben. Oh, da ist eine Seele. Okay, so zum Abschied haben wir jetzt nochmal eine Seele gen Himmel steigen sehen. Und noch ein neues Dorf, was gegründet wurde. Aber gut, soweit für heute. Und ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung und mal sehen, ob es dann nochmal eine neue Folge geben wird, wenn es neue Dinge zu berichten gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!